zu dem Krankenhaus der Zukunft. Wenn wir uns den Weg mal anschauen, da fallen die Stichworte Transformation braucht Strategie. Wie anfangen und wohin gehen? Ja, ich fand es heute sehr spannend, mal abzufragen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wer eigentlich schon so eine richtige Digitalisierungs- und Transformationsstrategie hat. Und das waren sehr, sehr wenige. Das hatte ich gar nicht so erwartet. Ich glaube, es ist auch nicht so, dass man mit einer Strategie anfängt. Denn um eine Strategie zu formulieren, muss man ja Wissen haben. Und das muss man erstmal erlangen. Das heißt, man muss eigentlich mit Digitalisierungsprojekten beginnen. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man sortieren möchte. Und dann ist es der richtige Zeitpunkt, eine Strategie auch auszuformulieren auf den Lernerfahrungen, die man eben schon gemacht hat. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich habe mich früher immer gefragt, warum macht nicht jede Organisation sofort eine Strategie? Und mir ist dann aber aufgegangen, es geht um Bewusstseinsbildung innerhalb der Organisation. Also man muss eben an den Punkt kommen, wo man überhaupt in der Lage ist, eine Strategie selbst auch mitzuformulieren. Selbst wenn man das mit externen Beratern macht, braucht man eine Kompetenz, weil dann ist sie nicht intrinsisch, sie ist nicht irgendwie authentisch, sie kann nicht richtig gelebt werden, wenn sie nur vorgegeben wird. Und ich glaube, das ist der Anfang und dann auch der Weg, das eben immer wieder zu machen, wenn man damit einmal angefangen hat. Transformation bedeutet Zusammenarbeit, Zusammenkommen von unterschiedlichen Gruppen in Unternehmen, aber auch im Krankenhaus, von oben nach unten, aber auch innerhalb der verschiedenen Disziplinen. Wie lassen sich interdisziplinäre Erfolge erreichen? Ja, die lassen sich erreichen, indem die vorgelebt werden vom Management. Wir kommen ja aus einer Welt, die arztzentriert ist, in der die Pflege nichts zu sagen hat, nicht ärztliche, medizinische Fachkräfte, Therapeuten, ob Physio oder Psych, eigentlich so zweite Klasse sind. Das war aber früher, wenn man sich Umfragen anschaut, dann ist es heute so, dass jüngere Ärztinnen und Ärzte sich sehr viel mehr als Teamplayer begreifen und auch diese Zusammenarbeit schätzen und gar nicht mehr so sehr ein Interesse daran haben, alleine in eine komplette Verantwortung zu gehen. Und ich glaube, da kann man sehr, sehr gut ansetzen. Und damit macht man auch ein Krankenhaus sehr viel attraktiver, wenn man die Menschen als Team begreift, das ineinander greift und miteinander zusammenarbeitet, dann incentiviert man auch die Pflege. Denn gute Pflegekräfte, wir haben ja mittlerweile schon die Möglichkeit, dass die auch sich akademisieren können, dass die studieren können, aber gute Pflegekräfte wollen eben auch Verantwortung tragen, wollen zusammenarbeiten. Und wenn man das einmal erlebt hat als Patient oder Patientin, Arzt im Praktikum und eine ältere Krankenpflegerin mit sehr, sehr viel Erfahrung, dann weiß die natürlich da sehr, sehr viel mehr. Und ich glaube, das ist eben eine tolle Entwicklung, dass es da sehr viele Führungskräfte gibt, die das auch erkennen und eben vorleben. Lassen Sie mich nochmal das Thema IT-Abteilung, IT und Medizin zum Beispiel ansprechen. Interdisziplinäre Vorgehensweisen haben sich nicht so leicht durchgesetzt. Im Gegenteil, man spricht immer noch von zwei Welten, zwei Sprachwelten, die eben nicht zueinander finden. Was ist da zu tun? Ja, ich glaube, das wird sich total verändern, weil wir kommen ja aus einer Welt, wo man als ITler programmieren können muss, das alles sehr komplex ist, aber jetzt mit künstlicher Intelligenz werden wir ja mit Sprache programmieren. Das heißt, jeder von uns wird in der Zukunft programmieren können und wird auch Systeme einrichten können, weil eine automatisierte KI in dem System das dann in die Informationen übersetzt, die eben ein Computersystem braucht, also ganz banal oder platt ausgedrückt. Und deswegen wird sich dieses Vokabular auch annähern. Gute Organisationen haben dafür Übersetzungsmenschen, also die eben diese Übersetzung machen. Und das braucht natürlich Zeit, das braucht eine gewisse Aufmerksamkeit, das braucht ein Verständnis. Und ich plädiere dafür, dass Menschen in der IT in einem gewissen Maß medizinische Kompetenzen bekommen und auch Praktika machen müssen in der Pflege und nicht, dass wir von Ärztinnen und Ärzten jetzt erwarten, dass die alle programmieren müssen. Nein, es muss, glaube ich, umgekehrt sein. Künstliche Intelligenz und digitale Transformation geht nur mit entsprechenden Fachkompetenzen, mit entsprechenden Fachleuten. Wie findet man die? Wie hält man die? Wie sehen da Incentives aus?
Das finde ich total spannend. Ich hatte mal ein Medizintechnik-Startup und da habe ich 30 Arztpraxen besucht. Und von diesen 30 Arztpraxen haben mir 26 erzählt, sie finden keine MFA. Und 4 haben mir gesagt, sie können sich vor Bewerbungen nicht retten. Und ich kann Ihnen sagen, man hat es gespürt, wenn man die Praxis betreten hat. Das war jetzt nicht unbedingt der Unterschied, eine Privatpraxis und die war super gut, mit super guter Bezahlung. Das war gar nicht der Unterschied, sondern es war einfach ein Unterschied darin, wie planbar der Arbeitsablauf war, wie mit den Mitarbeitenden umgegangen wurde. Ja, und da kann man, glaube ich, im Krankenhaus sehr, sehr viel mit guter Führung verändern und sich wirklich auch eine Vision dafür setzen, wie ziehe ich die besten Fachkräfte an, wie behandle ich Menschen so, wie ich selbst auch behandelt werden möchte. Denn wir wissen ja, die Pflege zum Beispiel oder ärztliche Berufe sind tolle Berufe. Die Leute gehen da rein, weil sie wirklich helfen möchten initial, aber sie verlassen das System wieder, weil sie sich nicht gewertschätzt fühlen, weil ihre Zeit ausgenutzt wird, weil sie nicht planen können, weil sie unter Druck gesetzt werden. Und ich glaube, da kann man auch, also Sie sehen, ich komme immer wieder auf das Thema Führung zurück, weil ich glaube, vieles steht und fällt mit der Art des Umgangs, mit guter Führung und mit dem, was man eben als Führungskraft vorlebt. Deswegen finde ich es auch super hier bei der Konferenz, dass so viele Führungskräfte da sind, weil ich glaube, die sind einfach der Schlüssel für ganz viel Veränderung. Vielen Dank, Frau Bergen.